Bund und Länder entscheiden am Mittwoch, wie es in der Corona-Krise weitergeht. Die Beschlussvorlage einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe gibt schon mal Hinweise. Die Lage in Deutschland ist heikel. Nach vielen Wochen Lockdown sehnen sich viele nach Lockerungen. Zugleich steigt die Zahl der Neuinfektionen. Vom angestrebten Inzidenzwert 35 sind alle Länder weit entfernt. Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte sollen schon bald wieder bundesweit einheitlich öffnen können, unabhängig vom Inzidenzwert. Für weitere Lockerungen soll dann allerdings die 35er-Marke gelten. Dann könnten zum Beispiel Einzelhandel, Museen und Außensportstätten unter Auflagen wieder aufmachen. Bei einer weiter stabilen Lage könnten Außengastronomie und Kultureinrichtungen folgen. Die privaten Kontaktbeschränkungen sollen schon ab 8. März gelockert werden. Die Verpflichtung der Arbeitgeber, das Arbeiten zu Hause zu ermöglichen, soll bis Ende April verlängert werden. Unklar ist noch, wie es mit Schulen und Kitas weitergeht. Generell gilt, wenn ein bestimmter Inzidenzwert in einer Region überschritten wird, dann werden die Lockerungen wieder gestrichen. Spätestens ab Anfang April sollen sich Schüler, Lehrkräfte und Erzieher regelmäßig testen lassen können. Auch Unternehmen sollen ihren Beschäftigten Tests anbieten müssen. Zudem sollen sich alle Bürger mindestens einmal die Woche kostenlos testen lassen können. Seit kurzem sind auch Corona-Selbsttests für den Hausgebrauch zugelassen. Die Impfkampagne läuft weiter langsamer als gewünscht. Insbesondere das Produkt von AstraZeneca, das nur für Menschen unter 65 empfohlen wird, blieb zuletzt oft ungenutzt. Mehrere Landesregierungen fordern, den Impfstoff für alle Interessierten freizugeben. Die Bundesregierung lehnt dies ab. Laut Beschlussvorlage könnten ausgewählte Praxen schon in Kürze mit Impfungen beauftragt werden. Im April sollen dann weitere haus- und fachärztliche Praxen eingebunden werden.